Die Halo Collective Aktie steht aktuell mit ca. 8-10% im positiven Bereich. Das Ganze ist natürlich relativ schön, doch das hat natürlich auch immer eine Art News, eine Art Grund, wieso die Aktie am heutigen Tag gerade so stark gestiegen ist. Diesen Grund werden wir im heutigen Video ermitteln. Wir gehen zudem auch noch auf die einzelnen Quartalsergebnisse ein. Wir betrachten kurz, was alles hinter Halo Collective steht. Das ist ein bisschen umfangreicheres Video. Wir beschäftigen uns auch teilweise etwas expliziter mit diesen allgemeinen Unternehmen, mit den einzelnen Tochtergesellschaften und noch so vieles mehr. Und am Ende des Videos machen wir wie immer die technische Chartanalyse, wo wir einzelne Prognosen, aber auch Kaufsignale hier für den zukünftigen Verlauf der Halo Collective Aktie klären werden. Das heißt, wenn du bestens gerüstet bist hier um diese Aktie, dann bleib am besten dran. Wir fangen direkt an der Stelle. Aber erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Trading Show. Es ist jetzt etwas länger her, ich glaube 2 Wochen, aber jetzt wird es endlich mal wieder Zeit für eine Halo Collective Analyse. Und jetzt lasst uns einfach mal zusammen den Verlauf abgehen, den ich letztendlich am heutigen Tag so gemacht habe, nachdem ich mitbekommen habe, dass Halo Collective zu dem Zeitpunkt war, eine 10% im positiven Bereich war. Hier bin ich als erstes mal auf die Homepage gegangen, was ist hier aktuell los, habe natürlich auf diesen Newsroom geklickt, das ist die offizielle Webseite von Halo Collective, ihr seht es wahrscheinlich hier oben, haloco.com, aber wir gucken einfach kurz auf die Daten, 10. November, irgendwas, ein Update zu Triangle Kerner, dann ging das weiter am 15. November, die einzelnen Q3-Ergebnisse. Dazu nehmen wir gleich noch einen kleinsten Bezug als Bonum des heutigen Videos und der 16. November, hier auch erstmal nicht so viel, es wurde ein Webinar verschoben aufgrund irgendwelcher Wetterbedingungen, ist aber erstmal nicht relevant. Wir fangen direkt an mit dem ersten Punkt des heutigen Videos und zwar mit den Quartalzahlen vom 3. Quartal, die Ergebnisse hier von Halo Collective, die wir innerhalb von kurz zusammengefasst haben mit den einzelnen Prognosen, aber auch realistischen Werten, sodass wir direkt Vergleichsperspektiven haben. Aber vorerst will ich kurz erwähnen, dass wir kurz vor den 1900 Abonnements stehen und dann vielleicht dieses Jahr auch noch die 2000 Abonnements schaffen. Das heißt, falls du neu auf diesem Kanal bist und auch gar nichts mehr über Halo Collective, AMC Entertainment, Xiaomi oder noch so viele Aktien hier verpassen willst, dann lass doch gerne mal ein Abonnement da, damit du hier in den kommenden Wochen, in den kommenden Tagen oder auch Monaten oder Jahren auf den neuesten Stand bleibst. Alles mit Trading Show, gerne abonnieren, besten Dank schon mal im Voraus. Wir fangen direkt an, jetzt wie bereits erwähnt, mit den einzelnen Quartalzahlen und gucken uns als erstes mal diesen Umsatz an. So, was kann man hier entnehmen? Halo Collective hat diesen Quartal mehr oder weniger einen Umsatz von ca. 8,7 Millionen US-Dollar gezogen, beziehungsweise was natürlich hier ein Plus von 1,9 Millionen US-Dollar wäre oder als relative Zahl hier ein schöner Prozentsatz von ca. 28% gegenüber den 6,8 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2020. Also wir vergleichen das immer mit Vorjahresperspektive, das wird eigentlich auch schon seit den letzten Jahren immer so durchgezogen, das heißt, wir sehen hier immer Vergleiche gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, 3. Quartal 2021 wird mit dem 3. Quartal 2020 verglichen und hier haben wir natürlich jetzt auch noch, wie viel Gramm der einzelnen Produkte verkauft werden. Da sind wir mit 9,2 Millionen Gramm eigentlich relativ hoch dabei. Dieser einzelne Verkaufsanstieg wäre ebenfalls ein schönes relativistisches Wachstum von ca. 620% gegenüber dem Vorjahr. Meines Erachtens eine extrem mächtige Zahl. Wir gehen direkt weiter zum organischen Umsatzwachstum. Schwieriges Wort. Das betrug hier nämlich 9% trotz eines deutlichen Rückgangs sowohl in den Märkten Kaliforniens als auch in Origin. Also haben wir trotzdem statt diesen leichten Rückgängen hier der jeweiligen Marktregion ein gutes Umsatzwachstum. Gerade auch hier, was dieses organische Wachstum des Unternehmens angeht. Jetzt kommen wir noch einerseits zum bereinigten Bruttogewinn, sprich abzüglich der einzelnen Steuern und einzelnen Ausgaben hier wieder gegengerechnet. Hier haben wir einen schönen Wert von ca. 2,3 Millionen US-Dollar oder auch 26% Bruttomarge vergleichlich mit 2,4 Millionen US-Dollar oder bereits erwähnt 35,7% Bruttomarge im 3. Quartal 2021. Ihr seht es, die Marge ist hier leicht gesunken um ca. 10%. Dennoch konnten wir hier teilweise auch noch einen leichten Verlust im bereinigten Bruttogewinn verspüren. Das Ganze ist natürlich jetzt auch erstmal nicht so schlimm, wobei man hier natürlich wahrscheinlich etwas mehr erwartet hat. Aber mit diesem Punkt haben wir erstmal einen grundlegenden Überblick hier über die Quartalzahlen des Q3s im 2021. Also kurze Zusammenfassung, relativ kurz und knapp, Umsatz, da wurden die Erwartungen meines Erachtens auf jeden Fall extrem stark erhöht bzw. überfüllt. Wir haben ein Wachstum der einzelnen Produkte hier um ca. 620%, eine hervorragende Zahl. Hier das organische Umsatzwachstum ist natürlich berechtigt durch diese einzelnen Defizite in den Märkten mit 9% noch immer eine relativ solide Zahl. Das einzige kritisierende Punkt bzw. diese fundamentale Daten hier gerade in diesem bereinigten Bruttogewinn hier leider einen leichten Rückgang, was man
wahrscheinlich hier erst vorerst nicht so gerne sehen würde. Das könnte ebenfalls ein leichtes Defizit in diesen Kurs bringen. Doch damit lasst uns mal die Reise weiter beenden und weitergehen zu Step 2. Wir kommen nochmal einmal kurz zurück zu dieser Webseite. Wir haben die ganzen Sachen abgecheckt. Doch nun vielleicht eine etwas interessantere Sache rund um Halo Collective. Jetzt eine weitere Information, die ich hier für euch rausgesucht habe. Auch ebenfalls interessant, vielleicht eher als Zusatzinformation hier zu beurteilen. Wir gehen mal weiter nach unten. Das lädt noch ein kleines bisschen länger. Ja, das liegt wahrscheinlich an meinem halb kaputten PC. Hier haben wir weitere interessante Details und dazu kommen wir jetzt. Gucken wir uns einmal kurz an, dann kommen wir direkt zu der ausschlaggebenden News, die auch gerade am heutigen Tag diesen steigenden Anstieg hier von ca. 10% zustande gebracht hat. Und das ist so ein kleines bisschen eher Background-Daten, aber damit weiß man eigentlich relativ schnell, was dahinter steckt, was hier wirklich so ein kleines Fundament von der Halo Collective ist und gerade auch hier natürlich mit einfließt in den Aktienkurs. Wir haben insgesamt 196 Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen tätig sind, 25 Lizenzen konnten schon erworben werden, hier mit einem Anbau von ca. 575 Hektar, auch ebenfalls eine sehr, sehr hohe Menge mit einem Wert von ca. 143.000 SQFT-Einrichtungen auch sehr gut platziert. Es geht weiter mit den einzelnen verkauften Produkten. Hier in Gramm angegeben sind wir bei 5,6 Millionen Gramm. Hier das verkaufte Öl, auch basierend auf dieser Produktlinie, bei ca. 11 Millionen Gramm. Auch hier wahrscheinlich, nee, das ist ja kein Gramm, das macht ja, doch, ist Gramm, perfekt. Mit einzelnen Produktlinien sind wir bei 67 Stück relativ hoch platziert, wobei das natürlich jetzt auch für dieses ausgeprägte Unternehmen eigentlich relativ passend ist und mit 1800 Pre-Rolls pro Stunde ebenfalls relativ durchschnittlich im Bereich aktiv. Wie gesagt, das ist alles so Durchschnittlinien, das ist eher so eine Zusatzinformation, doch jetzt lasst uns endlich mal zu dem Thema kommen, was jetzt wirklich diesen einzigen Ansturz hier, mehr oder weniger diesen Anstieg hier bei der Halo Collective Aktie am heutigen Tag zurechtgestellt hat. Es handelt sich um ein IPO von Arcanda. Wir werden selbstverständlich nicht diese ganze Quelle durchgehen, deswegen schaut euch das gerne selbst an. Jeder einzelne aufgelistete Tab hier ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, gerne nochmal ein bisschen reingucken, gerne nochmal etwas detaillierter durchlesen. Wir wollen hier eigentlich alles kurz und knapp haben, passend für das Video. Und damit gucken wir uns als erstes nur mal eben den ersten Absatz an, wo eigentlich relativ klar die aktuelle Situation bzw. teilweise auch schon der Grund für diesen Anstieg hier zurechtgeschrieben wurde. Was jetzt publik gemacht wurde, könnte am Montag zu heftigen Kursschlägen führen bei der Halo Collective Aktie. Dann mit mal wird klar, dass hier das Arcanda IPO, das ist ebenfalls hier ein Zusammenhang-Video, kommen wir gleich noch zu, Gerüchte bewahrheitet dürfen, was sich sehr zum Vorteil der Halo-Aktionäre ausformen sollte. Das haben wir ebenfalls am heutigen Tag relativ positiv gesehen, ein Anstieg von 10% zum Spitzenwert ist natürlich wieder eine schöne Sache hier für uns Aktionäre, weil der Arcanda mit einem Vielfachen des aktuellen Börsenbewertung von Halo ins Rennen gehen müsste. Wir müssen es euch so vorstellen, Halo Collective hat einzelne Anteile von Arcanda und dieses IPO, da hat natürlich auch immer eine Bewertung, das wird von einzelnen Spezialisten so aufgeführt, wie viele Aktien man jetzt zu einem welchen Wert kommt, das steht hier unten noch etwas klarer geschildert, hier müsste man das sehen, genau, hier sieht man das noch relativ deutlich, bei einem IPO-Preis von 5 US-Dollar, wir sprechen gerade über Arcanda, erlangen die 13 Millionen Arcanda-Aktien einen Wert von 65 Millionen US-Dollar, das heißt, Arcanda hat eine Bewertung von ca. 65 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass der derzeitige Börsenwert von 60 Millionen US-Dollar allein durch die Arcanda-Beteiligung gerechtfertigt wird. Hier die 60 Millionen Aktien bzw. US-Dollar ist der Börsenwert aktuell von der Halo Collective Aktie. Das, was am heutigen Tag eher die positive Stimmung ausgebracht hat, ist, dass, wenn man das jetzt einfach mal vergleicht, wenn man jetzt Arcanda vergleicht, also diese 100%ige Tochtergesellschaft von Halo Collective, haben wir eine Bewertung von 65 Millionen US-Dollar. Das Ganze gehört aber zu Halo Collective, die allerdings nur mit 60 Millionen US-Dollar dabei sind. Also kann man generell davon ausgehen, dass Halo Collective hier deutlich unterbewertet ist. Und dazu haben wir einzelne Faktoren noch vergessen. Man hält faktisch das Oregon- und Kalifornien-Geschäft also und die 44% Triangle-Beteiligung gratis obendrauf. Diese zusätzlichen Beteiligungen und diese Geschäfte sind dabei noch nicht mal eingebunden und gerade da kann man zusammenfassend sagen, dass hier eine Bewertung extrem negativ bzw. das Halo Collective grundlegend erstmal unterbewertet ist. Das Ganze ist erstmal eine These, die man natürlich aufgrund dieser Bewertung von Arcanda, die natürlich auch bald ihr IPO haben werden, wieder verstetigen kann und gerade da wäre es natürlich nur berechtigt, wenn Halo Collective jetzt ein bisschen weiter steigen würde und so halt eine bessere Bewertung erlangt.
So, mit diesem Background Information wissen wir zumindest, wieso die Aktie am heutigen Tag um ca. 7,7% aktuell im positiven Bereich steht. Viel, viel interessanter wäre es aber zu wissen, wie es jetzt hier noch weitergehen kann, beziehungsweise wie meine subjektive Meinung hier zu dem zukünftigen Verlauf der Halo Collective Aktie wäre. Und damit lasst uns einfach mal hier einmal kurz die charttechnische Analyse anwenden. Wir haben hier unten eine eigentliche relative Resistenzlinie bei ca. 1,75 bis 1,71 US-Dollar. Oder sorry, das sind sogar Euro, weil wir jetzt gerade an der deutschen Börse sind. Das heißt, der rote Bereich hier im unteren Feld dient mehr oder weniger als Unterstützung von einem fallenden Trend. Das heißt, hier wäre es natürlich etwas wahrscheinlicher, dass wir abprallen. Zudem waren wir auch vor kurzem noch in einem fallenden Trend, den man natürlich einfach so einzeichnen hätte können. Der heutige Tag ist förmlicherweise der Ausbruch dieser Trendlinie und bietet damit wieder neue Möglichkeiten, neue Renditen und neue Chancen hier mehr oder weniger Einstiegspunkte zu finden. Jetzt ist die Frage, wo könnte es demnächst hingehen? Wo werden die nächsten Prognosebereiche? Hier können wir natürlich als erstes mal einen Wert von ca. 2,28, also 2,28 € feststellen. Das Ganze ist natürlich alles basierend auf der Vergangenheit und dann eine weitere Marke, ebenfalls relativ markant hier im oberen Drittel des Aktienkurses bei ca. 3 Euro. Sogar hier hätte man eine schöne Rendite für die zukünftige Tage. Doch jetzt einmal kurz wieder zurück zum Kontext, was hier überhaupt los ist. Halo Collective ist meines Erachtens jetzt ein relativ kritisches Unternehmen. Man muss wirklich abwägen, ist man dafür oder dagegen, stimmt man dazu oder stimmt man da nicht zu. In der Vergangenheit haben die viel Humbug gemacht, wenn ich das mal so ausdrücken dürfte, und gerade deshalb wäre es natürlich jetzt nicht nur berechtigt, sondern vielleicht auch möglich, dass diese Situation vielleicht in der Zukunft wieder ein weiteres Mal aufgreifen, wodurch die Aktie natürlich stark fallen könnte. Alles jetzt nur hätte also konjunktiv. Deswegen, wir müssen uns eher an Fakten halten. Die Fakten sind aktuell positiv. Wir sehen gute einzelne Beiträge hier, Steigerung der einzelnen Quartalzahlen, die haben wir auch gerade schon alles genannt. Dann natürlich die positive News, dass die Bewertung anscheinend gar keine Unterbewertung ist, sondern mehr oder weniger, dass Halo Collective, doch, es ist eine Unterbewertung, unterbewertet ist. Und gerade in Kombination dessen sehen wir natürlich auch hier, dass vielleicht auch hier eine neuere Bewertung dieses Unternehmens fällig wäre. Das heißt, ein steigender Kurs könnte kommen. Die Anleger sind auch eigentlich aktuell relativ positiv gestimmt. Dennoch ist diese Aktie auch teilweise schon relativ hoch im Konfliktpotenzial. Deswegen sollte man aufpassen. Also ein schlussendliches Resümee, falls man von dem Unternehmen überzeugt ist und erstmal von dieser etwas weit vergangenen Vergangenheit absehen könnte, dann wäre das auf jeden Fall eine normale Aktie, der man natürlich auch vertrauen müsste, wo man natürlich auch investieren könnte. Wie gesagt, alles relativ risikohaft, weil man natürlich heute und morgen wieder komplett unterschiedliche News haben kann. Falls man aber davon eher noch nicht absehen kann und vielleicht noch diese einzelnen Situationen von der Vergangenheit im Kopf hat, dann sollte man hier vielleicht aufgrund des Bauchgefühls, aufgrund der zukünftigen Angst lieber ein bisschen distanzierter handeln, beziehungsweise vielleicht auch diese Aktie erstmal außer Acht lassen. Es gibt genug Alternativen dieses Sektors, es gibt aber auch genug andere Aktien, die ebenfalls so viel Spaß machen zu traden beziehungsweise zu handeln. Deswegen bitte guckt und entscheidet selbst, wie ihr da zu dieser Situation agieren würdet. Und mit diesem Kombinationsspruch haben wir das Ende des Videos letztendlich auch erreicht. Wir haben damit auch alle Situationen abgearbeitet, alle einzelnen Ergebnisse, fundamentalen Basics, aber auch die Charttechnik geklärt. Und damit würde ich mich recht herzlich verabschieden. Wir sehen uns später noch zu weiteren neuen Videos hier auf diesem Kanal vom Jugendalten Trading Show. Bis dahin noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao.